Wir haben hier auch hier was Blaues, noch ein paar Weltereignisse. Okay. Aber wir machen mal Schnellreise. Wollen wir in der Story auch mal so langsam vorwärts kommen, ne? Wenn ich schon das Julfest verpasst habe. Aber ich glaube, ich habe noch irgendwo Aufzeichnungen. Ich muss die Brüder. Hau ich dir damit raus. Vielleicht noch. Haben Sie Chiolbert gesehen. Ich glaube. Ich weiß es nicht. So. Reise nach haben wir. Ach, nach da müssen wir. Okay. Aber wir springen da runter. Flop. Die Pfeile müssen voll sein. Hä? Was? Wie jetzt? Wir sind hier friedlich angereist. Jetzt kommst du mir nicht rein! Alter, was ist denn hier los? Hier, fuck. Lang wird es nicht mehr dauern. Alter, was ist denn hier los? Guter Start. Na komm, ich geh mal rüber hier. Da ist noch ein Spurzeichen. Müssen wir da hin? Ach, wieder belieben, okay. Danke. Bezahl für deine Sache. Gott ist mit dir. Okay, ein bisschen ruhiger kämpfen. Ja, wir sind doch hier. Hey. Das reicht. Scheiße. Das hat Feuer gefangen. Ist ja schön. Okay. Hast du Theobert gesehen? Nein, aber Leofried, wie er über den Fluss flog. Er jagte jemandem hinterher. Das muss Chiolbert gewesen sein. Gott wird uns nicht die einzig lohnende Beute in diesem Drecksloch. Genau, geh mir nicht auf den Sack hier. So. Ich kenne die Weiße Insel. Wo denn? In der Richtung? Nimmst du oder Plünen? Können wir auch um Dings rufen? Können die mal ein bisschen mitkämpfen, ne? Jetzt bezahlst du! Jetzt bezahlst du, okay. Wir müssen uns hier durchkämpfen, ne? Gott. Ja, dann gehen wir mal hier durch. Ich töte dich. Wer sagt das? Das ist ein Vorteil. Ich töte dich. So. Gibt ihr was zu futtern? Wir haben dann so viele Lebensmittel. Du wirst
ich bin öfter hier, so. Wow, dachte ich. Der Herr wird uns den Sieg bringen. Hey. Nicht töten. Oh, weite dich aus. Alter, was ist los? Hier nach. Man kommt hier ganz unvorbereitet in den Kampf. Okay. Ey, lass mich in Ruhe. Ich bring dich um. Gott, lieber Mensch, die Ratte. Die Waiseninsel? Hä? Okay. Lama Esel! Lama Esel? Gott. Kämpft meine Freunde? Zur Hölle! Was zur Hölle? Ja, ich muss nach da. Sieht doch nicht so gut aus, wir haben kein Adrenalin, nichts zu futtern. Oh Mann. Die müssen Leofried, wie heißt er? Siobelt? Singlebelt hier beschützen? Ah, die gibt es hier nichts zu futtern? Doch, da, Gott, hier. Köter! Ah, wir haben keine Adrenalin. Geht von hinten an! Bist du böse? Oh, ich hab selber brennen. War aufgenommen? Ja, ne? Genug jetzt! Genug jetzt, genau. So, wo müssen wir hin? Ey, ist er noch da? Alter. So. Ist er das oder was? Sei gegrüßt, Eivor. Lass mich dir meine Axt leihen. Na klar. Kämpfe an meiner Seite. Für die Beute, für den Ruhm und für Valhall. Neues Besatzungsmitglied, okay. So. Ach, da drüben, okay. Das war wieder so Jom, Zwickinger oder wie er heißen. Pfeile. Und? Was ist hier? Okay, das war wieder Adrenalin. Gut. Ja, ich fühle mich gut. Ich mich auch. Wobei wir gerade so ein bisschen unorthodox kämpfen. Hey! Streite für Gott! Hey! Wie noch mehr? Wo ist denn unser? Alter! Wo ist denn unser Jom-Zwickinger? Der draußen nicht hier rüber oder was? Das ist eine Schlappi-Wurst. Ich dachte, ich kann hier in Ruhe durchkämmen, aber nein. Gut. Lebensmittel. Gilbert, er ist in Gefahr.
Ich gebe nicht nach, Leopold. Wir haben dreimal Lebensmittel noch, okay. Pfeile? War auch voll, ne? Nee, doch nicht. Warte mal, ich will mal einen Pfeil und Bogen nehmen. Der hat jetzt Eisenwolke, Tempo, Nadelkopf, Volltreffer. Berliner leichter Bogen 65, 76, 75, nicht 73, ne? 75 doch. Sei, muss man Optiker. Rekurfbögen 66. Der ist ja schon ganz gut. 4. Kann noch nichts verbessern. Wird durch Schwachpunkttreffer erhöht. Wollen wir den ausrüsten? Den Nagelkopf? Oh Gott. Gifteffekt. Von hinten, ey. Diese Schaden. Hundenbogen. Das war hier, ne? Der Hundenbogen, genau. Ja, komm. Ich hoffe, es ist auch richtig. Wir haben ihn ja entdeckt. Da müssen wir hin, okay. Können wir hier rauf von hier oben? Was wie? Hä? Wer hat uns gesehen? Bitte! Du willst das nicht wirklich tun! Leo, ich wollte die Pfeile aufsammeln. Tu, was ich sage. Ich tue, was mein König sagt. Dänen bringe ich zum Schweigen. Hiermit. Leofried, lass es sein. Lass es sein, Leofried. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Wir haben Cheopedun gestürmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Oh oh. Das geht leider nicht. Dann wirst du nun sterben. Oder du. Ich glaube wir, ne? Oh. Du kannst nicht gewinnen, Alter. Leofried. Selbst wenn du mich bezwingst, haben die Wagner sonst trotzdem gesiegt. Ich bin schon gegen viele Dänen angetreten. Alter, erfolgreich. Ja, ne. Ich werde siegen. Hä? Alter, wie ist er denn drauf? Du kannst halt gar nichts machen hier. Nimmt er Gott Schaden? Wie fühlt sich das an? Ach, wir haben gar kein Adrenalin. Jo. Du wirst rein. Hey. Langsam. Du bist ein sehr starker Mann. Burkhard hatte Glück. Es ist meine Pflicht, Mercia für euch zu beschützen. Ehe ich aufgebe, sterbe ich. Okay, wenn du meinst. Oder wir, ne? Alter. Er hat Pfeil und Bogen hier. Und dann ist das okay. Wie fühlt sich das an? Ich raus da? Schade, ich kann noch was einsammeln vielleicht.
Ich werde siegen. Ja, oder ich. Noch nicht. Kämpfe, Heiden. Alter. Blocken kann ich auch nicht, ne? Du wirst rein. Krieg auch kein Adrenalin mehr irgendwie, ne? Komm, wir haben ja noch ein bisschen Lebensmittel. Nimm das! Aber das war's dann auch. Jetzt ja, komm! Alter, auf dem letzten Meter. Komm, bring es zu Ende. Lest du deinen Gott gar nicht an? Oder deinen König? Ich habe einen Eid geschworen, Burgred bis zum Tod zu dienen. Und ich dachte, wir verlieren. Ich verlor. Wir wissen beide, wie das läuft. War knapp. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehrlosen Krieg führt. Burgred hat ihn verlassen und verraten. An Leofrids Stelle würde ich das erfahren wollen. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben? Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiterzuleben wird ihm nur Schande bringen. Er hielte sein Eid nicht, wenn er die Wahrheit kennen würde. Dann wähle. Wahrheit oder Ruhm. Toll, das dürfen wir auch so, oder was? Verschont, Burgred hat dich verraten, verlassen oder töten, bitte zu deinen Göttern, zu deinem Gott. Schwierig, ne? Ne, wir sagen mal die Wahrheit, ne? Steh auf, Leofrid. Du sollst weiterleben. Was? Deine Treue zu Burgred beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Er gab die Krone auf und floh nach Rom. Er ist fort. Du lügst. Was hätte ich davon, einen Mann kurz vor seinem Tod zu belügen? Er rettete sich selbst und überließ dich dem Tod. All deine Kämpfe. Für nichts und niemanden. Einen Vertrauten, der einem so nahe steht, zu hintergehen, ist ehrlos und 1000 Tode wert. Wird er jetzt ein Verbündeter von uns? Ein Freund? Wollt ihr ihn nehmen lassen? Du hast mir große Güte zuteil werden lassen. Es ist nur gerecht, dass ich es dir vergelte. Bei Venonis steht eine Statue. Sie hält ein Gefäß mit einer Schriftrolle. Verbrenne sie. Eine Schriftrolle? Dein Name steht darauf. Auf Burgreds Geheiß hatte ich dich verzeichnet. Wenn die Eiferer sie lesen, werden sie dich jagen. Wer soll das sein? Das ist jetzt egal. Dir bleibt nicht viel Zeit. Verbrenne die Schriftrolle oder sie werden dich auf ewig jagen. Okay. Wohin wirst du jetzt gehen? Rom. Alle, die auf dem Spiel ausscheinen, reisen nach Rom. Nein, ich muss nach Venonis. Vorsicht, du bist verletzt. Es geht schon, wirklich. Nur ein paar Kratzer vom Kopf, mehr nicht. Gut, dann okay. Wir haben hier noch eine Nebenquest, ne, oder? Diese Wunden werden schnell heilen. Du hast Glück. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Aber für ihn war es ein Spiel. Ich kam nicht an ihn heran. Du hättest dich verstecken sollen, Chilbert. Das war nicht dein Kampf. Doch, es war unser Kampf. Deiner, meiner, der meines Vaters. Ich musste helfen. Und das hast du auch. Du hast Tapferkeit bewiesen. Mut. Du bist kein Junge mehr. Keine Pfeile mehr. Sollst du was zum Futtern hier? Als du wegen Leofrid. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn verschonst. Einen fehlgeleiteten Mann zu töten ist nicht ehrenhaft. Er glaubte, sein König wäre bereit, für Mercia zu sterben. Jetzt kennt er die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird einen neuen Weg ebnen. Du hattest recht mit ihm, Chilbert. Es stimmt, dass die Grenze, die uns trennt, manchmal dünner ist, als es scheint. Muss noch irgendwas sein zum Aufsammeln? Na gut, wir gehen erstmal hier zu der Nebenquest. In 99 Metern, alles klar. Mal sehen. Okay.
müssen wir mal kurz gucken auf der Karte. War das die Quest? Mit der komischen Insel, die wir auch schon mal gemacht hatten hier? Wo sagt er mit dem Haus? Ich glaube, ne? Da saß noch einer auf der Insel ganz heimlich und leise. Aber da gab es Lebensmittel. Genau, das war der Klimperer, den wir schon mal hatten. Schreiben. So. Geht die Quest vielleicht nochmal los? Keine Ahnung, nee. Auch muss ja was zum Lesen, ne? Ja. Das war ja der sagte hier irgendwie in der Nähe vom Hafen oder wie auch immer sein Haus da war, ne? Was wir auch nicht abgeschlossen hatten. Deswegen ist jetzt hier noch das Ding. Ah, gut. Zu den Brüdern. Na dann komm, Theobald. Mal rein ins Wasser, rüberschwimmen. Hier angezeigt wird, das ist er dahin, genau. Und wir müssen nach da. Ja, gehen wir hier rum. Warte mal, Lebensmittel waren zwei, also noch nicht ganz voll. Genau, hier waren wir doch einmal auch gestorben, ne? Wir uns außerhalb befunden hatten hier. So. Überall die Toten. Da müssen wir hin. Okay. Oh, da unten ist noch was. Okay. Hier ist auch ein Schatz. Geht er noch irgendwo runter? Sein. Komm, Theobald. Theobald oder Theobald, wie er auch immer heißt. Mal sehen, ob wir dir irgendwas beibringen können. Oh, sind schon da. Theobald, sieh dich an. Voller Blut und Schlacht geprüft. Mutig wie du bist, könntest du selbst ein Anführer sein. Oder auch der König von Mercia, Bruder. Der Tag wird kommen. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst. Da ist er ja schon. Der ist auch hingereist. Dann bist du jetzt ein Odling. Oder Ätheling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes Urteilsvermögen verlangt. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Mein Sohn, geht es dir gut? Ja, Vater. Gut genug. Er brachte dir heute Ehre ein. Er kämpfte mutig gegen große Gegner. Habt meinen Dank. Ihr alle. Und meinen Segen. Wir haben ihn gar nicht kämpfen sehen, ne? Aber ja, erstmal müssen wir umherspinnen. Trage einfach deinen Teil bei. Was gibt's? Du brauchst ihn nicht zu danken. Wir wussten, was dieses Bündnis uns kosten könnte. Aber nun ist es vorbei. Und alle haben etwas gewonnen. Silber, Ehre, Verbündete. Ist das Bündnis jetzt vorbei oder was? Heute beginnt eine neue Zeit. Ganz Englerland muss wissen, dass Mercia einen neuen König hat. Die anderen Königreiche Englerlands werden euren Weg zur Macht nicht anerkennen. Mein eigenes Königreich auch nicht. Burkhards Soldaten werden sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben.
Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenaforgier, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd. Ich würde mich besser fühlen, wenn Cheolbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Würdest du ihn in deinem Clan willkommen heißen? Na klar. Hast du ein Pferd, junger Äteling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Bis zur Nene können wir zusammenreiten. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd. Das beruhigt mich sehr. Jetzt haben wir kleine Schmalzbacke am Haken. Halte dich bereit, Eivor. Ich werde nach dir rufen. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Die Zukunft von Englerland wird ziemlich heidnisch aussehen. Hier, Wolfsmal. Ja. Als Zeichen unserer Freundschaft. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Oba. Schön. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch. Wie nett von dir, Ivar. Hm. Gern geschehen. Unsere Freundschaft ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Und Cheolbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Na gut.